Das letzte Spiel des Kalenderjahres. Der Berliner Athletik Club, der Tabellendritte. Zu Gast im Charlottenburger Mommsenstadion bei Tennis Borussia Berlin TB mit Junge Abiol, dem Topscorer, der Gastgeber. Die beiden Trainer der BRK mit André Meyer im Hintergrund, zuletzt mit 3 Niederlagen in Folge. Aber dennoch mit bärenstarkem Beginn. Die 4. Minute Freischuss BRK. Fontaine macht das mal ganz schnell auf Jindawi und in der Mitte M. Gammes 1:0 BRK. Youssef M. Gammes, einer von 3 Neuen in der Startformation bei André Meyer. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Der schnell ausgeführte Freistoß Fontaine auf Jindawi, der mit dem Pass ins Zentrum. Und da ist M. Gammes 1:0. Welchen Auftakt für den Berliner Athletikclub? Nur 4 Minuten später. Der BRK im Vorwärtsgang, wieder mit Fontaine, wieder mit Jindawi. Den bekamen die Tennisborussen überhaupt nicht in den Griff. Jindawi nicht vom Ball zu trennen, da ist Yajima, der Japaner. Tolle Tat von Karl Albers im Tor. Das hätte schon das 2:0 sein können für die Gäste. Jindawi macht das sehr gut und Yajima scheitert an Karl Albers. Die 13. Minute. Wer kommt da über die linke Seite? Natürlich wieder Jindawi. Mwondo bekam den überhaupt nicht in den Griff. Und Michel Ulrich in der Mitte ganz dicht dran am 2:0. Alle Angriffe liefen über Nader Jindawi, der ein exzellentes Spiel machte. Eine gute Viertelstunde musste TB sich schütteln. Dann kam man hinein in diese Partie. Da ist Çakmak geblockt. Çakmak wieder geblockt. 2 Möglichkeiten für Çakmak und beide Male ist es Ben Meyer, der jüngere Bruder des Trainers, der sich hier entscheidend in die Schussbahn wirft. Aber jetzt war Tennis Borussia da. Die Lila-Weißen fiel über die linke Seite, über Fabrice Moncheux, der ein sehr starkes Spiel machte, Junge Abiol in der Mitte. Die Flanke ein Stück zu hoch für den Mann, der schon 7 Tore erzielt hat. Der BRK immer wieder über Nader Jindawi. Der machte mit Mwondo, was er wollte. Diesmal scheiterte er allerdings an Torhüter Albers. Nader Jindawi. Die 35. Minute, Tennis Borussia, Junge Abiol. Diesmal als Vorbereiter für Siakam. Der zieht vorbei am Tor von Pascal Kühn. Ein Spiel mit sehr, sehr vielen Torchancen. 1:0. Die Führung für den BRK. Die Gästefahne wehte im Mommsenstadion. Und die Gäste kamen auch besser aus der Pause. Mwondo auf Samardzic. Was macht der Ballverlust vor dem eigenen Strafraum? Jindawi. Jindawi wieder nicht vom Ball zu trennen. Mit dem Auge für Fontaine und der Kapitän mit dem 2:0. 51. Minute. Auch in Halbzeit 2 ein perfekter Start für den Berliner Athletikclub. Gnadenlos effizient die Männer in Rot. Nader Jindawi mit dem Auge für Fontaine und der Kapitän tunnelt Torhüter Karl Albers, der den Ball allerdings relativ spät sah. Zweite Vorarbeit von Jindawi, der ja selbst auch schon 11 Tore erzielt hat in dieser Saison. Die Antwort von Tennis Borussia, die 54. Minute. Da ist Junge Abiol, abgefälschter Ball. Pascal Kühn hat aufgepasst. Gute Tat vom BRK-Torhüter. In der Folgezeit der Berliner Athletikclub mit Chancen hintereinander dieses Spiel frühzeitig zu entscheiden. Jindawi, Flanke in die Mitte. Da lauert Michel Ulrich. Bringt nicht genügend Druck hinter den Ball. Die 64. Minute. Yajima, der Japaner, macht da im Prinzip alles richtig, aber er trifft nur den Außenpfosten. Rintaro Yajima. Gute Ballannahme, den Torwart ausgeschaut, dann fehlen ein paar Zentimeter. Oschmann wäre auch noch bereit gewesen. Die 73. Minute, Jindawi, Auge für Senninger, der war eingewechselt worden. Auch da fehlte nicht allzu viel. Der BRK verpasste es, das Spiel hier frühzeitig durch das 3:0 zu entscheiden und brachte sich dann selbst in Schwierigkeiten. Lemmel, Ballverlust vor dem eigenen Strafraum. Moncheux mit dem Auge für Junge Abiol. Und da ist der Anschlusstreffer, Benyas Solomon, Junge Abiol, Saisontor Nummer 8
Starke Vorbereitung auch vom guten Montcheux, der natürlich von dem haarsträubenden Ballverlust von Lukas Lemmel profitierte. Allerdings wirklich in Bedrängnis kam der BRK dann doch nicht mehr. Die Nachspielzeit, 92. Minute, Maximilian Stahl war eingewechselt worden. Vielmehr kam nicht heraus, der BRK gewinnt im Mommsenstadion. Also wir sind alle glücklich. Gut, dass wir das Jahr nochmal mit einem Dreier beendet haben. Ist vor allem jetzt nach den letzten drei Niederlagen ein guter Abschluss einfach. Ist wichtig gewesen. Und man muss sich jetzt imaginär hier so eine Statue vorstellen, Man of the Match. Du würdest sie heute bekommen, zwei Vorlagen, maßgeblich dran beteiligt gewesen, viele Aktionen eingeleitet. Bist du zufrieden mit deinem eigenen Spiel? Ach, ich würde die Statue der Mannschaft geben. Das war eine gute Mannschaftsleistung. Ich bin zufrieden mit dem Spiel, weil ich mit meinen zwei Vorlagen zum Sieg weiterhelfen konnte. Deshalb am Ende alles gut. Hängende Köpfe bei den Tennis-Borussen, obwohl sie erhobenen Hauptes in die Winterpause gehen können. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, haben sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, das ist sind Situationen, wo wir dann vielleicht noch ein bisschen effektiver werden müssen, wir selbst. Und und dann wird es auch klappen. Auch, wir haben ja schon gegen größere Gegner auch gewonnen. Also von daher ist es immer gut, wenn man als Außenstehender vielleicht erwartet, dass TB BRK schlägt, die oben sind. Und das spricht ja für unsere Arbeit. Der BRK hält den Meisterschaftskampf in der Regionalliga Nordost weiter. Offen, souveräne Vorstellung, 2:1 Auswärtssieg bei Tennis Borussia.